Was bitte schön sieht an mir nach Geist aus? Hör auf, dich zu beschweren. Unglaublich. Ist das scheiße, wir kriegen das irgendwie nicht weg. Muss das doch hier weitergehen oder was oder wie oder wo? Das ist wieder so eine. Neutralisieren erstmal hier. Die eiern hier auch bloß rum. Die wissen auch gar nicht, wo es lang geht. Das finde ich manchmal doof, so ein bisschen, dass bei manchen Wegen. Was muss hier raus? Ist manchmal so ein bisschen scheiße, dass hier wirklich alles so. Auf eine Person bloß irgendwie drauf hinausläuft, dass man dann irgendwie weiterkommt. Also das heißt beziehungsweise auf mich, weil ich das ja jetzt gerade spiele. Ja, oder vielleicht auch du, wenn du das Spiel gerade spielst. Also es ist ein bisschen doof manchmal. Das PKE-Gerät, das zeigt ja jetzt auch nicht wirklich hier irgendwie was an, wo wir hier jetzt weiterkommen oder so. Sonst würde ich ja jetzt irgendwie weiterkommen. Hier ist Exit. Hier kommen wir aber nicht durch. Da zeigt ja nichts an, dass wir hier irgendwie vielleicht interagieren können. Hier ist bloß ein bisschen Schleim wieder. Aber das hatten wir ja schon mal neutralisiert. Was haben wir dahinter? Ein bepisstes Bild. Haben wir sonst hier noch was? Hier ist hier auch nochmal so ein komisches Türchen. Aber hier kommen wir auch nicht durch. Bisschen komisch. So, wo geht's hier lang? Hier kommen wir zum Generatorraum. Müssen wir hier zum Generatorraum? Ach, wir müssen zum Generatorraum. Ich habe den Generatorraum gefunden, unglaublich. Ja. 25.000 Mal erstmal hier interagieren. Erstmal was trinken. Ja, ich habe eine ziemlich trockene Kehle. So, Mäuse sind natürlich auch hier, wie ekelhaft. Wir müssen ja jetzt erstmal hier zum Generatorraum. Seht mal, der Kadett hat den Notstromgenerator gefunden. Sucht nach einem Schalter oder sowas, um ihn anzuwerfen. Bin er schon dabei. Gemacht. Oder wie etwas, das einen Generator anwerfen würde. Alles klar, Egan, aber du sollst wissen, dass ich Notizen mache. Was habe ich denn gesagt? Hier ist viel Wasser auf dem Boden. Achte auf statische Entladungen, wenn du den Generator aktivierst. Du meinst, er könnte geschmort werden, sobald der Strom wieder da ist? Könnte passieren. Minimale Chance. Ah, süße Musik. Oh oh. Ich würde raten, nicht ins Wasser zu treten. Hört sich nach einer exzellenten Empfehlung an. Offenbar verursacht das Stromkabel all den Ärger. Dann hol es aus dem Wasser raus. Wo ist das denn? Ich weiß nur so viel. Bis das Kabel aus dem Wasser ist, sitzen wir hier unten wie Ratten fest. Wie wäre es mit dem Schleimschnapper? Mit dem Schleimschnapper? Okay. Zack. Zack. So.
Und einmal können wir noch. Nimm den Schnapper! Ja, ich bin doch schon dabei. Bin doch schon fertig. Na los, Kumpel. Die Aufzüge sollten jetzt funktionieren. Es sei denn etwas... Egal. Gehen wir in die Lobby zurück. Ja, das hat ja super funktioniert. Also, ich bin recht stolz auf mich. Ein bisschen begeistert. Ja, nur Igel, nun lauf doch mal. Stell mir doch nicht im Weg rum. Und wir haben endlich hier mal Licht. Also, das ist ja unglaublich. Moment mal. Was ist das für ein Geruch? Hier drüben. Los. Nein, nein, nein. Was ist das schon wieder? Pass auf. Das ist die Spätschicht. Alter. Hab ich das jetzt wirklich laut gesagt? Ich kenn diesen Typen. Das ist der massenvergifter Chefkoch The Forest. Also niemand isst hier drin was, auch wenn ihr echt hungrig seid. Ich verschluck gleich meine eigene Zunge, Ray. Ist das in Ordnung? Nein, ist es nicht. Lass mal hier... Alter, hör mal auf hier. Wo bist du? Na warte, Freundchen. Noch ist das letzte Mal nicht gegessen. Scan ihn, er ist nicht im Leitfaden. Soll ich ihn scannen? Pass auf, über dir! Wo ist er denn? Da rechts! Au! Ausgezeichnet! Tabulator-Taste. So, was haben wir denn hier? Kategorie verankertes Klasse IV Phantom. Okay. Typ Geist muss gefangen werden. Verhalten. Angriff, Nahkampf, Distanz erzeugen. Schwäche, Patronenstrahl, Betäubungsdauer moderat. Oder Einfangsschwierigkeit mittel. Spezialbeschwörer, Handlanger. Ja, das ist klar. Chefkoch DeForest war sehr talentiert und kurz davor, weltberühmt zu werden. An dem Abend, an dem der Restauranttester in seinem Restaurant kam, lief jedoch alles schief. Und eine schlechte Bewertung zu vermeiden, vergiftet er die außenparanoiden Küchenchef, die Nachspeise des Kritikers. Er versteckte das Gift jedoch leider nicht sehr geschickt und so gelangte es am folgenden Abend unglücklicherweise in das Essen der Mitarbeiter. Die gesamte Belegschaft, einschließlich des Küchenchefs DeForest, starb einen furchtbaren, qualvollen Tod. Ja, so ist das. Unser Küchenchef, so sieht er aber ehrlich gesagt auch schon so ein bisschen aus, muss ich sagen, dass er so einen qualvollen Tod hatte. Irgendwie hat er so... leichte vorstehenden Augen. Aber na gut. So, jetzt kann ich ja hier mit angreifen. Wo ist er? Alter! Das ist nicht nett. Ich sagte und sage immer noch. Oh, oh. Pass auf! Über dir! Oh, jetzt habe ich ihn. Jetzt ist er weg. Wo ist er? Versteckt sich. Alter! Komm schon, ich seh dich! Du Schlampe, du kleine Küchenchef-Schlampe. Okay, ich komme. Scheiße, Egon liegt auf dem Boden. Durchhalten. Egon, wo bist du? Ich komme. Augen nach oben. Eieieiei, Freunde der Nacht. Sieh nach hinten. Mehrere Kontakte. Genau da. Alter, das gibt's doch nicht. Über dir. So, rein mit ihm, los. Komm schon, komm schon. Ja, los, los, los. Super. Zumindest haben wir ihn schon mal. Geh irgendwo in Deckung. Den Decken. So, jetzt müssen wir nur noch die anderen einsammeln. Hey, ich bin auf deiner Seite.
So, rein mit dir. Lümmel, du Lümmel. Ey. Der will nicht. So, auch der ist natürlich jetzt drin. Also ein bisschen hartnäckig, die Burschen. Da rechts! Hey, aufpassen! Ziel hoch! Okay. Wo ist er denn? So. Gleiches Team! Ja, wir schaffen das. Super. Hey, pass auf. Super. Gib's ihm! Was, einer ist noch? Über dir. Da hier eine Falle hinstellen. Ach, auf dein Ziel. Ja, mein Ziel ist ja schon da. So. Nicht auf mich. So. Alles klar. Die Küche ist sauber. Zurück zu den Aufzügen. So. Mein Gott. Ich bin echt stolz auf uns. Die Küche ist zumindest jetzt erstmal sauber. Obwohl von der Küche wirklich nicht mehr viel steht. Naja. Ne? Aber jetzt konnte man sich ja so ein kleines Spiegelei in die Pfanne hauen. Wo sind denn hier die Aufzüge? Und zack! Gott sei Dank, ihr seid hier. Hier sieht alles gut aus. Wurde auch Zeit. Hör auf, sich zu beschweren. Jetzt kommst du auch gleich in die Falle rein. Okay, anscheinend ist die Psychomasse 65 Meter über unseren Köpfen zur Ruhe gekommen. Die 13. Etage. Dieses Hotel hat keine 13. Etage. Keins der alten Grand Hotels hat eine. Da hat der Mann ein gutes Argument. Wir teilen uns einfach auf. Egan, du und der Neuling, ihr geht in die 12. Etage. Winston und ich sehen uns die 14. an. Sir, würden Sie bitte mit uns kommen? Gut, aber wir bleiben in Kontakt. Dieser Ort ist außerordentlich gefährlich. Tja, Egan. So sieht das aus, ne? Versuch mal, ein Signal aufzufangen. Mach ich. Geht das Ding nicht auf? Natürlich. Tja, wir müssen jetzt leider jetzt in die... Sehen wir mal, was auf der 12. Etage ist. In der 12. Etage mit Igeln. No smoking. Sehr cool. Igan, was hast du vorhin über den Mandala-Knoten gesagt? Du meinst, warum wir dauernd neue Geister sehen? Ja. Okay. Denk dir das Mandala wie eine Buslinie der Stadt. An den Haltestellen werden Geister oder wartende Passagiere in das System gezogen und dort festgehalten. So konzentriert sich ihre PK-Energie, die daraufhin zum nächsten Knoten oder zur nächsten Haltestelle weitergeleitet wird und so weiter bis zur Endstation. Bei jeder einzelnen Haltestelle absorbiert der Stationsmanager einen Teil der Energie. Das stärkt ihn, den Knotenwächter, sodass er die Geister unter Kontrolle halten und jeden vernichten kann, der zur Haltestelle kommt, um den Fluss zu stören. Diese Knoten oder Haltestellen sammeln die verwendete Energie, um einen zentralen Punkt zu speisen und bedrohen somit unsere Welt noch viel stärker. Ergibt das jetzt alles mehr Sinn? Ja, irgendwie schon. Total gefangene Transportgesellschaft. Ja, alles war ziemlich gut erklärt, die Passagiere in der Haltestelle gefangen wurden. Wann ist mein Leistungsgespräch nochmal? Ich verdiene mehr Aktienoptionen. Oh, junge Dame. Sie sind voller Überraschungen. Nach Ihnen, meine Liebe. Also, es war ziemlich furchterregend. Seid extrem vorsichtig. Das ist wahrscheinlich ein gefährlicher Konzentrationspunkt. Das glaube ich auch. Suche nach Mandala-Knoten. Also nach Mandala-Knoten müssen wir suchen. Ja, liebe Freunde. Überall und nirgends. Unmöglich, eine genaue Position auszumachen. Ray, bitte melden. Bist du da? Egan, was ist los? Wir hatten dich eine Minute lang verloren. Wir hatten einen Kontakt.
Ich habe weitere Informationen zu dem Spinnenhexengeist. Der Manager sagt, die Behörden hätten sie nie gefunden, aber... Die Leichen hingen von der Decke. Ihr Blut war ausgesaugt und sie waren herumgeschleppt worden. Er sagt, man fand die Opfer in ziemlich üblem Zustand. Die Wände waren mit Blut bedeckt, die Möbel waren halb zernagt, zertrümmert und in einer Ecke wie zu einem riesigen Nest aufgestapelt. Sie scheint den Raum auch ziemlich übel verwüstet zu haben. Ich will nicht von der Decke hängen und Blut ausgesaugt bekommen. Ich sage dir nur so viel. Ich will nicht in schlechtem Zustand oder vandalisiert gefunden werden. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ja, das glaube ich auch. Oh, hier schlägt das PGE-Gerät wieder durch. Tja, liebe Freunde, ich werde natürlich aber erstmal an dieser Stelle eine Aufnahmepause machen. Und, ja, wenn es euch gefallen hat, ihr kennt's ja, teilt, liked, kommentiert und lasst mal auch ein Abo da. Würde mich sehr drüber freuen und wir sehen uns das nächste Mal, liebe Freunde. We'll be right back.